Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, genau, da ist auch wieder der Knebel. Wir haben hier das nächste Problem. Wir sind natürlich beim 844. Und? Kriegen die Schrauben nicht lose. Ja, wir können natürlich auch Lukas seinen Schlagschrauber nehmen. Bloß, der ist, glaube ich, zu passt er dazwischen. Wir haben auf jeden Fall keine Nuss, was ein 22er Nuss in, oder haben wir in meinem Dreiviertel-Zollkasten 22er Nuss? Da müsste eigentlich drin sein. Ja, dann können wir das ja ausprobieren, ob das Aber Ding... Ja, ist halt die Frage, ob der darauf passt. Dann muss ich mal gucken, was hier los ist. Jawohl, ab 19 habe ich ja. Geil. Das geht ja schon gut los hier, dann können wir jetzt ja mal gucken. Let's try. Sehr schön. Aber ich glaube, dass der ein bisschen zu fett ist. Hier, ne? Übrigens. Ne? Procore 18 Volt. I, das sind ja nur die 5,5. Da hast du gar nicht die volle Power. Hast den Igel in die ganze Tasche genommen? Moment. Was? Nee. Ja, sagten einige Zuschauer, dass das damit nicht funktioniert. Also da noch nicht die volle Power. Das Ding war, in dem ersten Video haben alle geschrieben, ja, brauchst einen 5,5 Ampere Akku. Dann habe ich mir einen 5,5 Ampere Akku gekauft und jetzt schreiben alle runter, ja, brauchst mindestens einen 8 Ampere Akku. Ja, schreib mal in die Kommentare, was da Phase ist. Ich sag gar nichts mehr hier. Können wir gleich sehen. 105 Euro oder was kostete der? Der, ja, 105 Euro. Ne. Wie, nee? Doch. Geil. Genau, ist er drauf? Doch wohl. Ich sehe hier nämlich nichts. Warte, ich hol mal Licht. So, jawohl. So ein Ding nämlich. Hat er abgerissen, ey. Huch. Huch. Ja, geil. Ihre wiederhergestellt. Doch, siehst du. Ja, okay. Ein bisschen rostig, ne? Was ist denn das für eine komische Scheibe, ja, da runter? Das war mal eine unter die Scheibe. Mal von der anderen Seite ran. Aber ohne Probleme, ne? Aber guck mal, jetzt müsste man. Guck mal, wie deine Nuss jetzt auch schon aussieht. Alter, komplett im Arsch. Jetzt müsste man nochmal den 4 Ampere hätte man jetzt nochmal nehmen müssen. Ob das jetzt, ob der die auch damit gelöst hätte. Das können wir auf der anderen Seite machen. Ja, richtig. Das ist ja, und an der Inneren kommst du nicht ran, ne? Nee. Müssen wir gleich mit dem Knebel machen. Hier sieht nämlich das gleiche genauso schlimm aus. Noch schlimmer. Noch schlimmer sogar, genau. Alter, aber die Nuss ist schon hart in Mitleidenschaft gezogen. Das sind halt keine Kraftnüsse, ne? So, jetzt haben wir den kleinen Akku. Das ist jetzt ja interessant. Aber die jetzt löst. Ne. Gut, jetzt umtauschen und dann... Und der war voll, ne? Also... Ja. Krass, krass, krass. Tatsache. Ja. Lass mal sehen, was das für einen Unterschied macht, ne? Geil. Gucke eben. Muss ich auch haben. Ja, super. Und wie kommen wir daran? Das wird der Horror, ne? Ja. Die Dinger da. Alter Schwede. Vor allem kannst du ja auch hier nicht irgendwie groß hier... Nö. Hast ja keinen Weg hier. Geil. Das ist kein Weg. Das geht ja noch, aber da hinten jetzt gleich. Ja. Das soll mich mal wundern. Naja, wir vermachen uns noch ein bisschen was. So, jetzt müssen wir das Rad abnehmen, weil ich die sowieso abhaben muss. Und noch hat er den dicken Möker hier. Das heißt, anlösen ist schon mal super, dann brauche ich mich nachher nicht so quälen. Naja, eigentlich geht es um diese Schraube, die da ist. Die müssen wir mit dem Schlüssel lösen, aber da kommen sie schlecht ran. Also nehmen wir das Rad ab. Dann lösen wir jetzt schon mal an und dann heben wir gleich mal das Ding hoch. Oder? Probieren wir mal, ob das jetzt alles klappt. Oder flex die ab da. Ich flex da gar nichts ab. Lass noch schön diesen scheiß Drecksbolzen da in dem Loch stecken. Ja, genau. Das kommt gar nicht in Frage, weil das ist nämlich mein hier, wie heißt das Ding auch noch da vorne? Aber das ist eigentlich meine Vorderachse. Das muss da alles raus. So, mach mal, dass das lose ist da. Mach mal. Mach mal. Mach mal was. Jawollo. Magst du noch mal den Vierer gleich noch drauf bauen? Ja. Geil, warte. Erstmal den Vierer jetzt. So, und zeig mal, was der Vierer kann. Na toll. So, müssen wir da mal hochbocken, oder?
Zwei haben wir noch. Drei. Drei. So, jetzt haben wir noch einen. Genau, bohren wir mal an jetzt. Naja, bei der Formel 1 wird das aber nicht so laufen, ne? Hauptsache erstmal alle unter das Regal schmeißen. Hä, wo ist die denn hin? In der Nuss. Nee. Bei der Formel 1 würden die Kusshand nehmen. Guck. Mhm. Oh, Junge. Das ist aber. Oh. Ich sehe schon das Thumbnail. Machen wir ein bisschen runter noch, oder? Kug. Schön, wa? Kug. Die machen wir jetzt hinten drauf. Ja, genau. So wie beim Export. Sieht auch gut aus. Ja. Unimog. Ich mag ja diese Diagonalreifen ja nicht gern leiden, ne? Vorne ist doch original. Ja, ist es auch. Schön hier, alter, Trägermäßig. Aber ich mag ja die Radialreifen, die haben so eine gerade Auflagefläche. Ja. Finde ich ein bisschen schöner. Ich sag ja, vorne 540er, hinten 600er drauf. Auf geht der Lachs. Und dann, die ist noch ein bisschen eine Einspritzpumpe. Von einem Turbo drauf. Nee, du brauchst ja nicht. Dass richtig schwarze Fahne rauskommt und dann 120 PS, Attacke. Kriegst du das da raus? Nee, glaube ich nicht. Ohne Turbo keine Chance. So, dann hier lass mal gucken, ob wir jetzt diese blöde Schraube lösen können. So, wie hast du das jetzt überhaupt vor? Ja, weiß ich nicht. War nur so eine Idee. Ach so. So, dann kommen wir hier auf jeden Fall schon mal gut ran. Da jetzt ein Rohr drauf und dann gib ihm, oder was? Ja, irgendwie so. Oh, man muss ja jetzt erstmal ein Rohr finden, was darauf passt. Das müsste eigentlich prädestiniert sein dafür. Warum ist hier überall Öl und Diesel drauf? Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Ja, ne. Ja, dann reiß mal an den Adler. Halt, da noch das Öl raus. Du pumpst ja den Zylinder lose. Scheiße. Flex. Müssen wir dagegen halten? Wie halten wir denn Flex dagegen? Wir haben hier jetzt am Lenkanschlag haben wir jetzt noch ein bisschen was. Sag, ey, mach hier gleich den Abgang meines Lebens. Nee, die ist jetzt ja schon lose. Siehst du? Ja, halt mal fest da. Ja, halt mal fest da, du bist ein Witz. Ah doch, da dreht sie sich, da kommt. Juhu! Rest machen wir mit der Hand. Alter! Nicht! Wie kann die Schraube so fest sein? Bin ich froh, dass ich nicht so einen Träger zu Hause stehen habe. Hör auf, du bist doch neidisch. Du, wenn ich 844 fahren will, ne, dann steige ich einfach ein in die XL-Kabine und fahre einfach los. Bist du ein Holländer? Wieso? Van Annen. Ja, das ist allerfeinster norddeutscher Dialekt. Nee, Van Annen heißt von anderen auf Plattdeutsch. Ach so. Ach du, Van Annen mit anderen meinst. Ja, ist ja egal. Ich kann ja trotzdem IHC fahren, so viel ich will. Ist tatsächlich auch die cleverere Alternative. Ja, meinst du? Ja. Einfach ja selber nichts haben, dann hast du auch keinen Stress. Dann stehst du nicht wie so ein Trottel hier in der Werkstatt. Ja, aber mit so weit will ich ja sowieso nicht fahren. Das ist ja nichts. Was ist mit dir eigentlich? Ich sag dir mal was, ne? Ja. Die Buchse hier hängt da schön mit unter. Das heißt, selbst wenn der Kotflügel gleich los ist, ob du da die Schraube so einfach rausbekommst, ist die andere Frage. Ist die nicht schon lose? Ne. Doch, guck. Guck. Ach, die meinst du? Ja. Ja, die kann ja rausbrennen. Ach, das sind so Abstandhülsen. Das ist, wenn man überzeugt von sich selber ist, wa? Das könnte ich auch gar nicht lesen. Landwirt SH gleich geiler Typ hat er da reingeritzt in die Pappe. Junge. Naja, wir haben auf jeden Fall die Räder wieder dran und beide Kotflügel ab. Ja, haben gerade spekuliert, aber das müssten eigentlich hier metrische Gewinde sein da drin, weil das ja ZF ist. ZF ist ja deutsch. Genau. Und dann bocken wir ihn jetzt hinten auf. Räder dran, damit wir ihn nämlich auseinanderziehen können. Ja, der kommt auf beiden Seiten genau gleich. Ja, sicher. Warum?
aber die geilsten sind. Und passt gleich rum. Wenn das Rad dran ist, dann war's das. Rum. Ist vorne, die Verstrebung ist noch drin, naja. Ja, ist noch drin. Aber hier nicht, dass er lange nach vorne rollt oder so. Ich habe Handbremse drin. Jeder eins, ja. Ja, aber hier so über Kopf tragen, ne? Ja, genau. So. Ich bin eingeparkt hier. Jo. Wagenheber. Hat keinen Teller mehr. Wir müssen mal kurz gucken hier. Auch nicht schlecht. Räder sind drauf auf jeden Fall. Und nun können wir ihn morgen. Der ist auch ganz schön durchgebogen, ne? Oder ja, der hat sein Leben ja schon gesehen. Ne? Der ist schon ein bisschen älter. Dann können wir morgen in aller Ruhe sehen, dass wir den eben zerlegen können. Jetzt ist er ja auf einem Level, wobei er gefühlt so ein bisschen nach vorne, nach hinten hängt. Nach hinten. Aber das scheint ja wohl so zu sein, ne? Das ist dann, wenn du besser im Sitz sitzt. Ja, ich gerade sagen, ich glaube, das macht dann, also das sieht dann halt jetzt momentan so aus, aber wenn die ganze Scheiße drauf ist, dann passt das bestimmt wieder, Kabine etc. Dann müssen wir morgen die ganzen Schrauben lösen, das sehen wir gleich dann ja im Anschluss, also sprich für euch genau gleich. Also würde ich sagen, bis später. Dürfen wir mich gucken? Ich fühle mich ja überhaupt nicht beobachtet. Guck, jetzt funktioniert schon wieder nichts hier. Wegen euch? Die sind schon wieder so fest hier, die Schrauben. Die sind richtig mit Hass da in das Gehäuse reingeprügelt worden. Das zeugt für Qualität. Der Anlass, der ist so gut, der wurde noch nie getauscht. Ja. Deswegen sind die Schrauben auch so fest. Oh. Erstmal hier den ganzen Mock abkratzen. Das ist wichtig. Ja, der Lukas ist nämlich gerade dabei, den Anlass dazu abzubauen. Den braucht man zwangsläufig nicht abbauen fürs Getriebe auseinanderziehen, also fürs Kupplung wechseln. Aber der muss ja eh ab, weil sonst hinter dem Anlasser kannst du ja auch nicht lackieren und der muss ja auch sauber gemacht werden und so. Und der sieht halt auch nicht mehr so gut aus. Deswegen möchte ich den ganz schön sauber haben. Und haben uns dazu entschlossen, den abzubauen. Ich habe jetzt vorne schon einen Hubwagen, hinten schon einen Hubwagen drunter mittels Paletten und Holzklötze, dass wir dann hinten das Teil stützen können. Vorne kommt der große Wagen hier aber gleich drunter. Und dann wird dann später mit Holz untergefüttert. Aber natürlich für den Moment erstmal mit Wagenheber. So ist zumindest der Plan. Ich habe das ja bei Sebastian auch gemacht. Das war eigentlich gar nicht so ein Stress. Also es ging tatsächlich. Ich hoffe mal, dass es dann hier auch so ist. Und sobald er dann auseinander ist, wird dann abgesichert natürlich. Ne? Ist klar. Ich wusche die doch immer ab. Ich merke das doch jetzt schon. Du kannst da keine Knarre nehmen mit der Nuss. Ja, das ist so fest. Das, ja. Ja, nee, ja. Was ist das? 14? 13? Ja, die anderen waren 14. Vielleicht ist das auch 13. Keine Ahnung. Ich habe Angst, dass ich abrutsche. Mhm. Genau die Angst habe ich nämlich auch. Und schön da einklemmen zwischen. Genau. Junge. Jawohl. Das ist ja nicht normal. Ihr müsst euch die Konstruktion mal angucken. Kleine Nuss, 14er, hochlebe der BGS-Kasten. Da ist nämlich eine kleine 14er Nuss drin. Die anderen meinen, mein Werkstattwagen ist nur bis 13. Verlängerung, Adapter. Ey, und jetzt ist er lose. Siehst du das, wie ölig die Schraube eigentlich ist? Mhm. Normalerweise, das ist so schwer, das Ding hier, der Anlasser. Ja, der muss da auch raus. Guck dir mal, wie viel Mock da dran hängt. Das ist aber richtig. Boah, fix und fertig von der Schraube. Gerade angefangen, schon wieder Kaffee auf. Feierabend. Oh. Nach 10 Minuten. 10 Minuten, Kaffee auf. So. Die muss auf jeden Fall dann das nächste Mal nach vorne. Mal reingucken da. Ach ja, guck mal rein, warte. So. Ja, Schwungrad. Müssen wir eh abdrehen, ne? Alter, da ist so richtig viel Dreck drin. Ja, deswegen, wahrscheinlich ist die, ich bin mir auch, also mittlerweile die Chancen stehen tatsächlich so, dass die Kupplung gar nicht im Arsch ist, in dem Sinne, verschlissen, sondern einfach nur voll geölt, oder? Was sagst du? Könnte sein. Also ja. Wenn man sich das Gehäuse mal anguckt, da innen drin, ich kann mir echt gut vorstellen, dass es einfach nur in Anführungsstrichen vollgeölt ist. Und dass sie deswegen durchrutscht. Ja. Ah. Ich meine, die willst du eh neu machen, die Kupplung. Die Belege sind vollgesogen. Aber bei dem Öl, was da drin ist, Wahnsinn. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen Jenga gespielt, ein bisschen Sicherheit.
Wagenheber ist auch schon halbwegs drunter. Und nun machen wir ihn hier noch lose. Sag mal, die waren fest. Ja, wie, hältst du das Ding gleich fest oder was? Ja, eine Schraube kannst du ja noch, ohne dass was passiert. Ich sehe nix. So, jetzt halte ich fest. Mach mal, guck mal. Brauchst du nur anlösen, der hält ja noch im Gewinde, merkt man ja schon mal. Oh, das ist ja ein Traum, wie eng das hier ist. Ist gut, ne? So. Schwer? Ja, mach mal ruhig. Jo. So. Ganz schön Gewicht, so eine Platte, ey. Ja. Ich löse die einmal alle eine Umdrehung an. Genau. Vielleicht sollten wir jetzt mal überlegen, wie wir hier. Den habe ich ja, glaube ich, schon ein bisschen hochgehoben hier. Den spanne ich gleich auch vor. Übrigens haben wir hier jetzt das Zollwerkzeug wieder zum Einsatz gebracht. 3/4 Zoll ist das in diesem Fall. Die anderen Schrauben anders waren 1/2 Zoll, ne? Ja. 1/2 Zoll passt aber ganz gut mit 14 überein. Das hier ist 3/4 Zoll. 19 ist ein bisschen zu klein. Ne, zu groß. Ne? Zu groß. Ja. Deswegen 3/4 Zoll Getriebeloch, also der Kasten, der ist, glaube ich, ganz hilfreich. So, wir haben jetzt mit 100, also mit 200 Kilo belastet, hebt mal ein bisschen an. Dann wird hier das Gewicht eigentlich wenig, jawohl, jetzt bist du bei 180 Kilo. Ja, das sieht man so. Nicht, dass er da nach oben flippst. Rams. Wir haben jetzt alle Schrauben lose, nur die oberen beiden nicht. Da können wir jetzt theoretisch die beiden Schrauben lösen. Das sind der Stehbolzen. Und vielleicht sollten wir hier vorne nochmal einen Keil vor die Vorderachse machen, wenn nicht, dass wir den gleich mitziehen. Das ist eine sehr gute Idee. Weil das ist hier bestimmt zusammengeklebt oder irgendwie so. Sehr gute Idee. Keil vor die Vorderachse, Verschränkung nochmal prüfen, dass das Ganze blockiert ist. Und dann ziehen wir ihn an den Rädern hier hinten auseinander, solange das dann klappt. Hubwagen, wenn ich den jetzt ein bisschen anhebe, dann müsste er ja oben raus knicken, also aufmachen, richtig? Das ist gar nichts. Deswegen sage ich ja, das wirst du da nicht so einfach rauskriegen. Wollen wir mal gucken, was passiert? Von hier? Ja, so sehe ich. Ah ja, alles klar. Denn das habe ich mir gedacht. Hier mal vorbremsen, aber Gummihammer regelt ja nicht, oder? Mit einem normalen Hammer will ich da, glaube ich, nicht draufhauen. Mit einem normalen Hammer und Holzklotz vielleicht? Ja, das vielleicht. Warum nicht einfach Briefmarken sammeln? Ja. Als ob die Schrauben da noch fest sind. Ja, kommt. Hier ist auseinander. Ja. Ja, jetzt auch hier. So, jetzt nochmal ein Stück anheben, oder jetzt, was? Nee, tiefer, wa? Siehst du, das hier ist noch Gewinde. Ja, tiefer muss er, oder? Nein. Der muss höher, oder? Geil. Ich sage mal, Hauptsache man ist sich einig. Der ist ja nicht gerade so runtergesackt. Ich würde sagen, der muss höher, oder? Von den Schrauben her bist du aber oben. Soll ich mal runterlassen? Ein bisschen. Ich gehe weg. Warte. Ja, nun sind wir auf den letzten Gewindegängen jetzt. Oder ich rupp. Ja, deswegen. Jetzt habe ich hier auf 227 Kilo auf der Uhr stehen. Warte mal. Ach, Koch. Jawohl, hier, Koch. Ja, warte, dann gehe ich hier weg und dann ziehen wir den jetzt nach hinten. Ja. Mach mal. Wo.
Junge, ihr habt's gut auf dem Sofa, ich sag euch das. Oder was sagst du? Wie lange waren wir jetzt dabei? Eine halbe Stunde? Nur, ja. Da war schon alles los, nur um den auseinanderzukriegen. Ich glaube mindestens eine halbe Stunde. Und dann wieder ins Buch und gucken, und warum geht das nicht? Wisst ihr was? Ich hole euch mal runter und dann zeige ich euch das mal genau. Wir haben jetzt ihn geteilt. Habt ihr gesehen? Das haben wir auch schon vorher gesehen, dass hier so ein bisschen Dreck drin ist. Naja, und hier auf dieser Seite sieht es halt nicht anders aus, ne? Das ist halt auch Käse. Nun müssen wir den Automaten lösen. Also die Schrauben lösen. Und da muss die Schwungscheibe nämlich auch noch ab. Wenn die abgedreht werden muss, ne? Ja. Hier. In die Ablauflöcher war es drin. Von unten reingedrückt oder von oben? Nee, von unten. Alter. Weil das Motoröl ist, oder was? Aus dem Kurbelwellensimmering. Ja, guck mal hier die Schicht hier. Das geht bis hier nach unten, ist oder? Das Öl, jawohl, das ist fett. Guck mal an, hier ist die Trennschicht. Das ist so, das ist doch locker ein Zentimeter. Ja, hier, guck mal. Mocke. Ah. Wichtig, festdrehen auf gar keinen Fall mit Schlagschrauber. Sonst reißen die Schrauben ab, dann hast du nichts gekonnt. Eigentlich ist das gut, dass das hier so Ölsubschicht drin ist, weil sonst wäre der ganze Kupplungsbelag ja in Staubform da drin. Ja. Und weißt du, was da für ein Kupplungsbelag drauf war? Vielleicht ist da Asbest drin oder so eine Scheiße. Ja, jetzt ist das gebunden. So, die drehe ich, lasse ich immer mal ein bisschen an. Guck. Da kommt sie schon entgegen. Mach mal erstmal die los. Und dann die obere. Hast du was? Nee. Sehr gut. So. Oh ja, Alter, ich glaube, die ist auch Alter, fertig. Alter, und dein Schwungscheibe ist auch fertig. Ja, die ist auch fertig. Alter. Die hat es erlebt. Da sind ja Riefen drin. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen. Haha. Guck dir mal die Belege an, hier die Nieten. Ja, die ist nicht nass geworden. Öl, das ist kein Öl. Die ist einfach nur ab. Hier tatsächlich kein Öl gesehen. Leck mich am Arsch. Ja, die hat hinter sich, die Schwungscheibe. Der Schwungscheibe, also ganz ehrlich, und ich glaube, das kannst du auch. Das sind ja so tiefe, die kannst du auch gar nicht mehr abdrehen. Das kriegst du nicht mehr rausgedreht. Guck mal hier. Hier außen scheint ja mal original Höhe gewesen zu sein. Das sind ja locker hier 4-5 mm weg. Ja, richtig. Und ich glaube, da redet man von 2-3 mm normalerweise, glaube ich. Ja, Kupplung ist im Arsch. Die neue ist da, aber die bringen uns jetzt noch nichts, weil der Schwung gerade auch im Arsch ist. Ja, wird gleich Spaß, Lukas. Mhm, auf jeden Fall. Vor allen Dingen der ganze Rauch, der rauskommt, da ist der Kupplungsbelag hin. Der liegt da nämlich drin, da. Ja, Weltklasse. Hier, das ist alles hier der Kupplungsbelag. Da haben wir ja genug von. Hier, so, mit Licht siehst du es. Na gut, man kann auf jeden Fall keinem vorwerfen, dass er die Kupplung nicht bis zum Ende genutzt hat. Also Verschleißgrenze erreicht. Der Nachteil ist, nur darf ich mir für 600 Euro eine neue Schwungscheibe kaufen. Ich habe gerade mal geguckt, nagelneu kostet die 600 Flöten, Alter. Da wird dir mal ganz kurz schwindelig. Jetzt habe ich mir ein kurz Betäubungsmittel eingeworfen und geht's wieder. Nee, Quatsch. Ja, nun hier müssen wir eben beide Hände haben. Einer rechts, einer links. Du sagst 45 Kilo wiegt die Scheibe. Also, ja. Laut Angaben. Ich löse die nur mal an. Ja, bitte. Nur anlösen. So. Den Rest machen wir mit der Knarre, oder? Oder meinst du so raus? So festhalten, die Räder rechts und links. Können wir die jetzt schon mal hochheben? Die ist so locker. Ja. Können wir. Wieso ist die jetzt verkantet? Auf der Schraube, ne? Achso. Das geht jetzt aber noch. Hier ist dann auch der nächste Kandidat. Das ist nämlich der undichte Wellendichtring von der Kurbelwelle. Das ist aber nicht stimmt, den habe ich da tatsächlich. Logischerweise habe ich den da. Und hier, die habe ich nicht da. Nicht auf Lager? Nicht auf Lager. Oh. Nee, Thorsten, das ist ja schön, wenn du bei Thorsten bestellst.
dann sagt er dir ja genau, was du haben möchtest und was, also was du brauchst auf jeden Fall. Zum Beispiel dieses Nadellager, was hier drin sitzt und alle anderen Ersatzteile. Aber dass natürlich eine Schwungscheibe dabei ist, das kann ja keiner ahnen. Der sagte schon vorher, die musst du auf jeden Fall planen lassen, definitiv. Die hat auch Verschleißmarken. Mhm. Ja, hier sind auch ein bisschen die Zähne ein bisschen lädiert. Von daher werden wir da, denke ich mal, auf jeden Fall nicht um eine neue drum zukommen. Aber da können wir jetzt dann auch nichts mehr machen. Ich habe auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel zu tun. Den ganzen Scheiß. Ach, guck, hier sieht man auch. Das hast du wieder reingetan, ne? Ja, ja. Ja. Den ganzen Scheiß da wieder raus sauber machen und so. Naja, wir geben nicht auf, ne? Wer A sagt, muss auch 844 sagen, ne? Du musst auch einen Tafel. Alter, wie sehe ich denn aus? Weißt du, und wisst ihr, wer das war? Hier, Meister Lampe. Und weißt du, was er gerade sagte? Entschuldigung, bin abgerutscht. Junge, Junge, Junge. Ich hab's richtig gemerkt mit so einem Spindelklatsch. Ich denke, Alter, im Auge hatte ich das Zeug sitzen. Naja, aber ich sehe scheiße aus. Die Wand sieht auch scheiße aus. Guck dir mal den Boden an, ey. Oh, ich hab Bauchschmerzen vor Lachen schon. Der Boden sieht auch scheiße aus. Aber, wisst ihr, was nicht scheiße aussieht? Guck mal, krass, wa? Das Zeug ist tatsächlich rot. Und hier innen, hinten, da war sogar eine... Na, kann man nicht sehen. Da auf jeden Fall ist da so ein Ablassloch da hinten. Und ja, übrigens haben die anscheinend im Werk, haben die selbst mit Farbe hier so reingeklebt, dass hier unten Läufer drin sind. Ist krass, ne? Naja, und hier sieht es genauso aus. Das Ding ist komplett grün von innen. Ja, alter Schwede, war das eine Arbeit. Junge, wie lange waren wir da jetzt bei? Zwei Stunden? Ja. Zu zwei Stunden. 30 Dosen Bremsenreiniger. Genau, 30 literweise Bremsenreiniger reingeballert. Und Pinsel und Alter. Und mit allem, was das Zeug hergab. Aber es hat sich, glaube ich, gelohnt. Jetzt kann man da auf jeden Fall wieder ein neues Gerät einbauen, ne? Damit die neue Kupplung auch ein würdiges Zuhause hat. Allerdings, wie gesagt, mit der Schwungscheibe, da glaube ich, sehe ich so dunkelgrau bis schwarz. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich habe gerade mal geguckt, die Schwungscheibe kostet entspannte 600 Euro neu. Ja, kann man so machen. Dann ist es halt kacke, ne? Ja, und abdrehen. Aber eine gebrauchte liegt bei 250 auf Maß gedreht. Die kannst du dann auch nur noch einmal nehmen wahrscheinlich. Dann ist sie dann auch im Eimer. Aber ein Kupplungsleben, also mehr braucht, also ich werde nie wieder eine Kupplung verschleißen würde bei dem Ding. Nee, kann sich auch einen Tag mit Schweißgerät hinsetzen und dann aufschweißen und wieder abdrehen. Ja, genau, ich auch noch. Junge, Junge, Junge. Katastrophe. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt wieder sauber, dann sind wir am Philosophieren, was wir jetzt machen, ob wir jetzt hinten den Hydraulikdeckel wieder draufsetzen. Die beiden Stifte muss ich noch tauschen, weil die brechen gerne mal. Bei der Serie, was heißt gerne mal, aber die ermüden und irgendwann brechen sie und dann kannst du halt nicht mehr schalten. Und wenn man das gerade auf hat, dann wäre das natürlich clever, das gleich zu machen. Genauso wie ihn muss ich auch noch lösen, damit ich den Stift rauskriege. Das ist aber nicht schlimm. Hier hinten muss ich eigentlich nicht mehr bei. Also theoretisch können wir den Hydraulikdeckel draufsetzen. Und ja, Dichtung habe ich schon bekommen. Das Ganze nochmal ausspülen da hinten. Und dann kann eigentlich der Deckel drauf, theoretisch. Müssen wir mal gucken. Wir beratschlagen uns mal und melden uns dann gleich nochmal wieder. Ist das hier jetzt, wo ich gerade dabei bin, ist das denn das Ausrücklager hier? Von der Größe her kommt das ja wohin, oder? Nee. Doch. Ja, das ist Ausrücklager. Aber das ist nicht das hier. Nee, das... oh, das ist das hier. Und das hier hört sich auch nicht mehr so gut an. Ist das hier nicht das Teil, was den Kupplungsautomaten drückt? Ja, natürlich. Kugellager, Kupplungsautomat. Guck, sag ich doch. Du, das habe ich hier. Oh, perfekt. Und hier ist der Simmerring für die Kurbelwelle. Mhm. Na? So ein Moped ist das. Und das ist geil. Ich sage euch das so, wie es ist. Du sagst Thorsten am Telefon, Alter, ich habe einen 844 und ich möchte die Kupplung machen. Dann schickt er dir ein scheiß Paket.
Ich habe keine Ahnung. Ich hab weder in irgendeinem verdammten Werkstatthandbuch geguckt, noch in irgendeiner blöden Teileliste mit so einer Explosionszeichnung, die ich eh nicht verstehe. Der schickt dir ein Paket, sagt dir einen Preis, schickt dir das los, nächsten Tag ist das da und da ist alles drin. Und das finde ich geil, weil ich habe keine Ahnung davon, was weiß ich denn, wie viele Dichtungen da drin sind und was ich da machen muss. Nee, da ist alles mit drin. Und das finde ich echt cool. Da muss man auch mal wirklich Lob und Anerkennung aussprechen an dieser Stelle. Das finde ich geil. Ne? Und dass du dann guckst und passt und na gut, ich meine, ich glaube, der schläft auch nachts auf irgendwelchen ERC-Karton hier Teile-Listen. Das gibt's gar nicht anders, aber ich habe ja gestern mit ihm telefoniert noch. Ich sage hier, Thorsten, ich sage Kupplung und so. Und was hatte ich auch nochmal mit ihm? Worum ging es da? Getriebe, glaube ich, hatten wir es rum. Und hier. Die Schwungscheibe, genau. Ich sag, müssen wir die abdrehen? Sagt er auf jeden Fall. Und da hatten wir es nämlich drüber dass sie so scheiße aussieht. Habe ich ihm gerade mal ein Foto geschickt, aber der hat noch nicht geantwortet. Ja, aber ich glaube, das Ding kannst du abhaken. Ja. Und da hat Thorsten mir nämlich auch noch erzählt, genau das wollte ich sagen, da hat Thorsten mir auch noch erzählt, erstmal mit diesem Lenkorbitrol, ne? Das Lenkorbitrol, ja, habe ich erzählt, dass das Dampfoss ist und die anderen sind halt von ZF. Und er hat mir erzählt, dass dieser Wellendichtring auf der Kurbelwelle dreimal getauscht werden kann quasi. Also jedes Mal, wenn du den einmal tauschst und die läuft halt ihr Leben lang, dann hast du da so eine Riefe drin, die laufen sich ja ein, die Dinger. Das Ganze kannst du dreimal verschieben auf drei verschiedene Positionen. Sprich, jedes Mal, wenn eine Kupplung neu gemacht wird, machst du ja diesen Ring mit neu. Also weißt du eigentlich relativ genau, wenn du drei solche Ringe da drauf hast, drei solche eingelaufenen Kerben, dass die Kupplung schon dreimal, also sprich zweimal erneuert wurde, ne? Einmal ab Werk neu und dann zweimal noch. Oder halt du hast zwei Ringe, dann weißt du genau, okay, wurde schon einmal erneuert. Wenn die allerdings dreimal jetzt schon erneuert ist und du hast drei Wellen da drauf, mehr Positionen gibt es nicht, dann kannst du solche Überhülsen drüber kriegen. Ich glaube, die machst du dann warm, ziehst sie rüber, die sind 0,2 mm dick, ganz dünn. Die schiebst du da rüber und dann kannst du wieder deine Dichter in Simmering drauf machen. Genau. Weißt du aber sonst auch nicht. Weißt du, das steht ja in keinem Werkstatthandbuch. Ja, also brauchst du dann keine neue Kurbelwelle. Es gibt solche Teile, die hat Thorsten wohl, glaube ich, auch da und dann, ja, die kosten, glaube ich, noch nicht mal die Welt und dann kannst du das wieder retten. Ne? Es sind halt alte Maschinen. Ja. Hier, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben jetzt gerade, erst waren wir hinten bei und dann haben wir aber gesagt, nee, komm, Sebastian kommt ja morgen auch. Genau, Sebastian kommt morgen, dann können Sebastian und ich das Ding da wieder draufsetzen. Wir haben das ja auch zusammen abgenommen, habt ihr ja gesehen. Dann machen wir das auch zusammen wieder drauf. Dann guckt Sebastian sich das hier nochmal an. Der ist ja gerade vor dem Thema. Übrigens fragen so viele, was mit seinem Trecker ist. Ne? Ich komme da demnächst hin und dann werde ich mal filmen. Aber tatsächlich sind die Sachen gerade beim Lackierer, die beigen Teile, also sprich die Elfenbeinteile, hat er schon wieder bekommen. Das sieht auch richtig Sahne aus. Und die roten Teile sind gerade noch da beim Lacker. Guck, und dann müssen wir den Rumpf lackieren. Ich glaube, das soll ich machen, soweit ich das weiß. Mache ich auch gerne, kein Problem. Aber da müssen wir noch mit den Temperaturen ein bisschen warten. Die sitzen noch ein bisschen frisch. Da müssen wir noch ein bisschen, dass das auch vernünftig antrocknet und so. Ne? Das wäre ja schade drum, wenn da Rosinenhaut entsteht, oder Orangenhaut entsteht, nur weil das von der Temperatur nicht passt. Das wäre total bescheuert. Naja, nun haben wir gerade gesehen, komm, weißt du was, hier ist das auch alles richtig mockig. Das machen wir jetzt noch einmal alles schön sauber. Und dann fährt Lukas heute auch wieder nach Hause. Dann bin ich wieder auf mich alleine gestellt. Aber ohne Lukas steht fest, wäre ich noch nicht mal halb so weit bei diesem Schlepper, wie es jetzt momentan der Fall ist. Ja? Nochmal Lukas, vielen, vielen lieben Dank, mein Schatz. Oh, heiraten oder was? Ja, du bist so gut zu mir. Ach ja, herrlich. So, wir machen noch ein bisschen. Wir haben Bock, wir sehen eh aus wie Schwein, dann können wir da... Du siehst aus wie Schwein. Ja. Übrigens, dann ist doch mal, woran erkennt man, dass ich arbeite und er nicht? Hast du nicht gerade gesagt, ohne mich wärst du nicht so weit? Ja, aber du mich mal ansporst hinter mir. Komisch, ne? Ja. Los, schneller, los, mach. Irgendwas machst du falsch, glaube ich. Nee, ich weiß auch nicht. Aber jetzt, wo ich aussehe wie Sau, kann ich auch gleich weitermachen. Auf geht's. Wir sind jetzt noch gar nicht viel weitergekommen. Aber, ich habe Thorsten gerade angerufen. Und dann habe ich ihn gefragt, oder andersrum, ich hatte hier ein Bild geschickt von meiner Schwungscheibe. Naja, da sagt er, okay, das hat sich wohl damit erledigt. Ja, Sebastian wollte morgen kommen, um mir die Kupplung mit einzubauen, also sprich mir zu helfen mit der Kupplung. Das können wir allerdings vergessen, weil ohne Schwungscheibe, ja, brauche ich die Kupplung nicht einbauen. Aber, wie es so soll, hat Thorsten natürlich wieder die Schwungscheibe da. Die kostet zwar Zuckergeld, das liegt aber nicht an Thorsten, das liegt an der Schwungscheibe. Die kosten überall Zuckergeld. Aber jetzt hat Thorsten
mir die losgeschickt, dass die morgen früh da ist. Wir haben es jetzt, wie spät ist es denn das? Nur 4 oder so? 4:30 ist es jetzt. 16:25 und morgen früh lädt der Typ von Night Express oder wie es heißt, das Scheißding hier ab und dann können wir morgen weitermachen. Die Dichtung habe ich schon, die hier rum zukommt. Was macht er noch? Was haben wir noch? Die Keile hier, die Keildichtung. Die Lippen hier drin. Genau, die müssen noch mit neu, sagt er. Die packt er mit rein und Wasserpumpe und Thermostat kommt noch mit neu. Genau. Ja, aber richtig edel, dass das so schnell klappt. Krass, ne? Mhm. Ja, vor allem, dass es da noch passt. Das ist ja gigantisch. Gut, dann sieht man auch mal allzu neu. Aber er sagt auch, Alter, das nützt nichts. Wenn du eine andere kriegst, eine gebrauchte, ich habe auch eine bei eBay Kleinanzeigen für 250 Euro gesehen, gebraucht, abgedreht schon. Und dann sagt er, ja, und ist das Mindestmaß eingehalten, weiß keiner Sau, ne? Und wenn die gerade auf Mindestmaß ist, dann verschleißt die und irgendwann dann geht's auch wieder nicht, weil das Maß halt nicht mehr passt. Ja, ist doch Käse. Also machen wir das jetzt einmal vernünftig. Einmal tief in die Tasche greifen, einmal neu. Was lernen wir daraus? Nur neu ist treu. Also, wir machen jetzt vorne noch mal ein bisschen weiter. Und hier, wo sind wir jetzt gerade überhaupt bei gewesen? Ach ja, Keilriemen lösen wollen wir. Ja. Keilriemen lösen. Alter, 1/2 Zoll Schraube, 1/2 Zoll Nuss. Moment. Hast du fassig drauf? Junge. Gerade mit hier, was war das? 14? 13 der Nuss drauf. Denkst du ja, das passt, ne? Nee, passt nicht. Tatsächlich 1/2 Zoll Nuss. Also 1/2 Zoll hinten, 1/2 Zoll vorne. Und dann geht's nämlich auch. So, kann ich das jetzt runternehmen oder was? Bestimmt nicht. Doch. Oh, kann ich wohl. Ah ja. Guck, das ist nämlich der Lüfter. Und jetzt? Abziehen oder was? Keine Ahnung. Ach, nee. Guck. Okay. Das ist wieder aus meinem Teilewaschtisch. Und das ist jetzt die Wasserpumpe. Das ist aber in einem. Und das hier ist nämlich auch, was sagte Thorsten? 9, 16 oder irgendwas? Keine Ahnung. Ja, du. Nee, ist auch 1/2 Zoll. Ist jetzt schon losschrauben? Nee. Nee, ich wollte nur gucken. Und da sagt er, ist eine Schraube bei, die ist des Zorns. Die, weil die wohl wieder durchgeht. Durch den Wasserkanal. Durch den ganzen Wasserkanal. Und die ist immer fest. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Aber er schickt mir das Ganze, kommt morgen an. Und auch die Schraube, die neue. Sag mal, was machst du? Wegen meinen Flecken oder was? Das findest du hier so nah? Ja, ich stehe schon extra so, dass man das nicht so sieht. Ist das die Seite, die dreckig ist hier, ne? Nee, das ist die Seite. Echt? Scheiße, ich denke die ganze Zeit. Muss ich umdrehen. So sauber? Ja. Ich glaube, du lügst mich an. Das ist genau andersrum, lieber Kleiner. Ja, guck, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade dabei. Das ist super, hier unten wollen wir ein bisschen sauber machen, da kommen wir gar nicht ran. Also, ja, da ist richtig viel Schmock drin, das geht richtig tief runter, aber da ist kein Ablauf unten drin. Nee. Oder, also, ja, muss man vielleicht mal freilegen, keine Ahnung. Wollen wir die Bremsenreiniger reinfüllen? Ja. Da läuft dann raus. Du musst da richtig rausschaufeln, den Scheiß. Der Staubsauger, der leidet schon die ganze Zeit. Arme Ding. Das ist so ein Ölmock aus den letzten 80 Jahren. Ne, so viel ist nicht. 40, 50 Jahren? Ja. Ja, guck, wollte ich euch noch kurz erzählen. Wir sind hier gerade bei. Schwungstelle hier unten auch, leckt übrigens auch hier. Kurbelsimmering, diese Seite auch ölig. Ne? Super Sache. Müssen wir auch abdichten. Habe ich die schon da? Doch, habe ich schon da, ne? Ich glaube wohl. Das seht ihr doch nicht. Ich glaube wohl. Ja. Kurbelsimmering, oh, oder ich muss Thorsten noch schreiben. Habe ich das gesagt, dass ich das mitbestelle? Weiß ich nicht. Moment. Hallo Thorsten, du hier, Kurbelwellensimmering, Stirndeckel vorne, lüfterseitig. Den bräuchte ich auch. Kannst du den vielleicht noch mit ins Paket reinschmeißen, wenn noch nicht zu spät? Gerade abgegeben. Ja, das wäre blöd. Weil der leckt nämlich leider. Ja, mal gucken, was er sagt. Gut, okidoki, bis später. So, wertes Publikum, das war's an dieser Stelle. Sonst kommen wir wieder mit unserer Länge nicht hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Lukas für die tatkräftige Unterstützung. Sehr, sehr geil.
Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderschönes Osterfest. Denkt dran bitte, ab nächste Woche wieder 2 Videos die Woche wie gewohnt oder wie gehabt. Ne? Nur der März, der war ja mit 3 Videos die Woche. Aber jetzt natürlich im April geht es wieder aus Zeitgründen, ich schaffe es sonst nicht anders, wieder mit 2 Videos weiter. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Ostern. Danke, Lukas, für deine Hilfe. Und euch, wie gesagt, ein wunderschönes Osterfest. Also in diesem Sinne, bis dann. Ciao.